Diesen Alligator werden wir später nochmal wieder sehen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video über die Jungle Queen in Fort Lauderdale. Das ist eine Attrappe eines Schaufelraddampfers und das ist so eine der Touristenattraktionen in Fort Lauderdale seit vielen, vielen Jahrzehnten schon. Es gibt immer zwei Abfahrten zu so einer etwa dreistündigen Rundfahrt jeden Tag um 9.30 Uhr und um 13.30 Uhr und man zahlt dort etwa $20 pro Person und ihr seht es schon, man hat dort einen ja, ganz interessanten Einblick in Grundstücke von den Schönen und Reichen dieser Welt. Währenddessen bekommt man noch Geschichten erzählt, auf Englisch das Ganze. Man sieht spektakuläre Yachten oder aber hier das Wassertaxi, eines der Wassertaxen in Fort Lauderdale. Ja, und ich würde sagen, ihr genießt das mal ein bisschen und kleiner Teaser, schon mal das größte Kreuzfahrtschiff der Welt oder eines der gibt es gleich auch noch zu sehen. Das ist hier übrigens das Hotel, in dem ich übernachtet habe in Fort Lauderdale, das Hyatt Regency. Ja, und dann geht es in der Mitte der Rundfahrt sozusagen auf diese Insel und dort gibt es eine kleine Alligatoren-Show. Ah, man kann jetzt darüber diskutieren, ist das irgendwie gut für die Tiere? Ich weiß es nicht, ich fürchte ehrlich gesagt nicht, aber das gehört halt dazu. Ja, dann fährt man auch noch mal ein bisschen Richtung Port Everglades, das ist ja der riesige Kreuzfahrthafen von Fort Lauderdale und man sieht jede Menge Kreuzfahrtschiffe in der Regel. Ja, also wirklich eine sehr empfehlenswerte Geschichte und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt den Ganzen einen Daumen hoch und wir sehen uns wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.